Ein letztes Mal begrüße ich dich zu einem Video über das Boxplot-Diagramm. Wir haben es schon fast geschafft und du weißt schon einiges über das Boxplot-Diagramm. In diesem Video zeige ich dir, wie du Diagramme miteinander vergleichen kannst und ich erkläre dir auch, was Ausreißer sind. Also, los geht's! Zuerst einmal müssen wir wissen, was wir alles interpretieren können. Als allererstes können wir natürlich die Lage der Werte von Minimum und Maximum, der Quartile und des Medians interpretieren. Wo liegen sie? Sind die Werte hoch oder niedrig? Liegen sie nahe beieinander? Wie unterscheiden sich die Werte von verschiedenen Boxplots? Als nächstes kann ich mir die Spannweite der Werte ansehen. Das ist die Differenz zwischen Maximum und Minimum. Also ich rechne Maximum minus Minimum. Ist die Spannweite groß, liegen die Werte weit verstreut. Ist sie klein, liegen die Werte nahe beieinander. Dann gibt es noch den Interquartilsabstand. Dieser wird mit IQA abgekürzt. Der Interquartilsabstand ist einfach die Differenz zwischen dem dritten und dem ersten Quartil. Also gerechnet wird drittes Quartil minus erstes Quartil. Dadurch erhalten wir die Länge der Box. Zusätzlich dazu brauchen wir den Interquartilsabstand auch, um berechnen zu können, welche Werte als Ausreißer gelten. Ausreißer sind jene Werte, die um mehr als den 1,5-fachen Interquartilsabstand kleiner als das erste Quartil oder um mehr als den 1,5-fachen Interquartilsabstand größer als das dritte Quartil sind. Dazu zeige ich dir auch gleich ein Beispiel. Dieses Boxplot ist vertikal von unten nach oben dargestellt, im Gegensatz zu der horizontalen Variante aus den letzten Videos. Die Werte habe ich schon hier aufgeschrieben. Die werden wir dann später bei einer anderen Aufgabe verwenden. Hier zeige ich dir die Spannweite, den Interquartilsabstand und die Ausreißer. Zuerst die Spannweite. Die Spannweite berechnen wir aus Maximum minus Minimum. In unserem Fall also 153 minus 35 ist gleich 118. Also die Spannweite beträgt 118. Als nächstes kommen wir zu den Ausreißern und dem Interquartilsabstand. Für die Ermittlung der Ausreißer müssen wir zuerst den 1,5-fachen Interquartilsabstand berechnen. Der Interquartilsabstand wird berechnet durch drittes Quartil minus erstes Quartil. Also hier 99 minus 73,5 ist gleich 25,5. Dieses Ergebnis multiplizieren wir mit 1,5 und wir erhalten 38,25. Wenn wir diese Werte jetzt vom ersten Quartil subtrahieren und zum dritten Quartil addieren, erhalten wir die Grenzen, ab denen die Daten als Ausreißer gelten. In diesem Fall wären Ausreißer jene Werte, die kleiner als 35,25 oder größer als 137,25 sind. Im Diagramm siehst du drei Punkte, die als Ausreißer gelten. Das heißt dann, wenn Ausreißer eingezeichnet werden, dass die Antennen angepasst werden müssen und nicht mehr das Minimum oder Maximum abbilden. Hier siehst du nun die Körpergrößen der Schülerinnen zweier verschiedener Klassen, Klasse A und Klasse B, als Boxplot-Diagramme dargestellt. Deine Aufgabe ist es nun, diese zwei Diagramme mit deinem gelernten Wissen zu vergleichen. Drück dazu auf Pause und schreib alles auf, was dir dazu einfällt. Dann vergleiche dein Ergebnis mit meiner Lösung. Als erstes habe ich die Spannweite, den Interquartilsabstand und den 1,5-fachen Interquartilsabstand berechnet. Dadurch habe ich dann auch die Grenzen berechnet, ab denen die Werte als Ausreißer gelten. Dann habe ich die besonderen Werte noch einmal nebeneinander aufgeschrieben. Minimum und Maximum sind in beiden Klassen jeweils innerhalb der Grenzen für die Ausreißer. Also gibt es in keiner Klasse einen Ausreißer. Die Spannweite und der Interquartilsabstand sind bei beiden Klassen fast gleich groß, also ist die Streuung der Körpergrößen in beiden Klassen sehr ähnlich. Durch unsere besonderen Werte und auch die Diagramme an sich sehen wir, dass Klasse B im Durchschnitt größere Personen hat als Klasse A. Hast du so etwas Ähnliches auch aufgeschrieben? Wenn ja, hast du das super gemacht. Das war's dann auch schon für dieses letzte Video und auch den gesamten Video-Lernzyklus. Du hast gesehen, wie man bestimmte Daten aus geordneten Listen herausliest, wie man Boxplots zeichnet, beschriftet und auch miteinander vergleicht. Ich hoffe, du hast einiges durch die Videos gelernt und bist jetzt gut auf den Unterricht vorbereitet.
Gutes Gelingen bei weiteren Aufgaben und vielleicht hört man sich ja mal wieder. Also, bis dann.